Der Kostümfundus des TPZ-Ling ist die Anlaufstelle für alle, die sich mal anders bekleiden möchten. Insgesamt gibt es hier 8000 Kostüme und Requisiten. Ob für Theateraufführungen, Karneval oder das nächste Krimi-Dinner, hier ist für jeden das Passende dabei. Auch wenn Veranstaltungen wie zum Beispiel Karneval zurzeit nicht wie gewohnt stattfinden können. Dennoch aber haben uns Ideen überlegt, wie wir unsere Kunden bei Laune halten können und sind aktuell damit beschäftigt, kleine Boxen zu packen für unsere Kunden zu Hause mit verschiedenen Kostümen, ganz individuell auf die Interessierten zugeschnitten. Ja, ansonsten nehmen wir auch weitere Änderungen vor an Kostümen, die schon lange mal überarbeitet werden mussten. Die schneidern wir zurecht, passen wir an, reparieren wir, da steht die Nähmaschine nicht still. Es werden im Kostümfundus nicht nur Kostüme genäht. Vor 6 Wochen hat man hier die Upcycling-Aktion gestartet. Dass wir gesagt haben, ich habe hier so viele Blusenhemden über, was kann man damit machen? Dann haben wir angefangen, aus den Blusenhemden Taschen zu nähen. Und Frau Kuhl hatte halt im Haupthaus noch so viele Banner über, so viele alte Werbebanner, wo wir dann uns überlegt haben, dass wir daraus Taschen nähen können. Neben Kleidungsstücken aller Art gibt es nun also auch noch selbstgeschneiderte Taschen. Eigene Kostüme werden beim Kostümfundus des TPZ übrigens nicht mehr angenommen. Durch das riesige Angebot des Kostümverleihs platzt dieser mittlerweile aus allen Nähten.